Oh, Kacke, oh, Kacke, oh, Kacke. Ja, müssen wir heilen, haben wir keine andere Wahl. Hier haben wir nichts mehr da, ne. Ja, am besten heilen. Kann der doch gar nicht mehr haben, oder? Ja, dann kann er wieder auch mehr näher lassen. Naja, wir schleichen uns irgendwie nochmal durch. Nochmal eine große Heilung. Und er macht das gleich nochmal. Ja, da muss ich heilen. Und diese Angriff können uns theoretisch sogar erledigen. Ja, dann müssen wir 183 runter machen. Scheiße. Da haben wir jetzt nur einen Treffer. Oh fuck. Ja, jetzt sind wir echt am Ende. Jetzt sind wir echt am Ende von allem. Wir können jetzt einfach nur noch beten, dass das den Kerl platt macht. Ich probiere mal so einen Energy Shot. Was zieht er ab? 100 noch was. Oh shit. Das hat ihn nicht erledigt. Die ist nicht schlecht, die Technik. Ja, und jetzt haben wir noch 45 HP. Und wenn wir ihn jetzt nicht platt machen, dann sind wir geliefert. Komm schon. Wir haben ihn! Shit! Oder? Jawohl. Lutsch meine Cojones. Ey, mit dem letzten HP haben wir ihn gekriegt. Das Dumme ist, der Kampf ist immer noch nicht vorbei. Scheiße. Es wächst immer noch. Nein, warte, es entwickelt sich weiter. Ja, Überraschung, Leute. Der ganze Käse ist immer noch nicht vorbei. Und wir müssen jetzt hier irgendwie erstmal durchhalten können. Damit wir Lebensenergie zurückkriegen, so zum Beispiel. Ah, das wird ein Spaß. Oh shit. Naja, 28 geht ja noch. Das Dumme ist hier. Zwei Schaden, juhu. Na, das kann ein toller Kampf werden. Das kann spannend werden. Aber ich bin optimistisch gestimmt fürs Erste, denn wir haben genug Möglichkeiten, uns heilen zu können. Wenig Schaden gegen ihn zu machen, ist natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei. So, Mantarochen aus dem Reagenzglas oder was kann das sein soll. Oh Gott, was ist jetzt?
Haben wir? Ich weiß, dass du weiterleben willst. Schließlich wurdest du gerade eben erst geboren, aber... Ich möchte auch leben. Alle Menschen wollen das. Tja, da haben wir dann einmal ein Problem. Verdammt, das nimmt einfach kein Ende. Wenn wir das hier nur zu Samus bringen können. Wovon redet er da jetzt? Er meint jetzt nicht sein Voodoo-Zeug, oder? Was ist das denn? Das sind Kugeln mit Samus-Zellen. Also das wolltest du ihr versuchen zu geben. Ja, und du hast ihn aufgehalten, oder wie? Oh Gott, ey. Man sollte dem Kerl einen vor den Kopf hauen. Aber ich denke, es ist zu spät jetzt. Das ist nichts, was wir noch tun können. Ich muss ja ihr das Zeug vielleicht mal runterzuwerfen. Ach du Idiot, gib sie mir. Muss er gerade sagen, ne? Was hat er denn jetzt vor? Oh Gott, und das Vieh wird noch größer. Oh Gott! Er springt! Verbrennt er nicht, wenn er in der Nähe von den Viechern... Oh shit! Er wirft uns die Kugeln zu. Und er landet im Wasser. Alles andere wäre sein Tod gewesen. Wir hoffen, dass er noch nicht so stark verbrannt ist und keinen Schaden davon getragen hat. Daniel! Ist das von Maeda? So. Und jetzt wird gespielt, McFly. Ja. Diese schöne Waffe wollte uns der gute Maeda geben, nur Daniel hat ihn dummerweise aufgehalten. Und seht, was diese Dinger für eine Wirkung hat. 999 Schaden! Großartig, nicht wahr? Hätte doch diese ganze Scheiße viel einfacher gemacht. Und man denke nur daran, was wir ohne diese Kugeln gemacht hätten, wie viel der Kerl hier aushält. Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft. Auf letzter Rille. Mein lieber Herr Gesangsverein. Daniel. Oh nein. Sag mir nicht, das Scheißding lebt immer noch. Oh mein Gott. Es muss doch irgendwas auf diesem Kreuzer geben, um das Ding loszuwerden. Ja. Und das heißt, Beine in die Hand nehmen. Diese Sequenz ist eine echt der nervenaufreibendsten, die ich jemals in dem Videospiel gesehen habe. Ohne Scheiß. Denn wir müssen vor diesem Ding davonlaufen. Wir müssen den richtigen Weg wählen. Ne? Der Maschinenraum. Und wenn dieses Ding uns einmal berührt, sind wir instant tot. Und es gibt keinen Checkpoint. Das heißt, wir müssen diese ganzen Bosskämpfe nochmal machen. Also ein Fehler hier irgendwo und alles ist vorbei. Und ich hoffe, ich mache das richtig. Sonst beiße ich mir gleich echt in den Arsch. Aber es sieht, glaube ich, gut aus. Na, wie gesagt, wenn das Ding uns berührt, wir sind sofort tot. Sofort Game Over. Kein Continuous, gar nichts. Aber ich glaube, ich habe den richtigen Weg gewählt. Fürs Erste. Scheiße, hoch oder... Ja, ich gehe mal hoch. Hoffentlich war das richtig.
Oh, das sieht nicht gut aus. Scheiße, oder ist das... Ist da eine Leiter? Da ist eine Leiter, oder? Ja, da ist eine Leiter. Okay, hier muss man, glaube ich, irgendwas machen, oder? Wenn der Kesseldruck nach oben schießt, dann kann ich dieses Schiff in seine Einzelteile sprengen. Zusammen mit dem Ding. Nur was wird dann aus dir? Do you know where we are? We're in the jungle, baby. Wir sind in der Küche der Hölle. Und weg hier. Das war mir echt fast schon zu knapp. Komm hoch. Komm schon. Oh fuck. Oh komm, Gitte, bitte geh auf. Gitte. Danke, Gitte. Dass du die Tür aufgemacht hast. Oh nein. Das lässt sich einfach nicht abschütteln. Komm schon. Komm schon. Oh nein!